Zu Beginn der Woche werden zwei Dinge im Vordergrund stehen des Handels. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte, nämlich das Thema Handelskrieg auf der einen Seite und zweitens die Daten aus China. Und die waren überraschend positiv und das Ganze gibt dann den US-Futures respektive den asiatischen Märkten zu einem positiven Drall. Nicht Euphorie, aber doch eine gewisse positive Haltung. Wir sehen hier zunächst mal die am Samstag veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanager-Indizes für das Gewerbe von NBS, National Bureau of Statistics in China. Wir sind hier reingekommen bei 50,2, also über der 50er-Marke. Erwartet war eigentlich 49,5 nach 49,3 im Vormonat, also eine positive Überraschung. Auch einige Unterkomponenten hier sind durchaus stark. Hier sehen wir Output, stärkster Wert seit 8 Monaten. Also das hat so ein bisschen das negative Sentiment in Sachen China-Konjunktur ein bisschen verflüchtigt. Und wir haben dann heute noch gesehen, heute Nacht dann Kaixin-Einkaufsmanager-Index auch besser als erwartet mit 51,8. Deutlich besser als die 51,4 erwartet. Das ist jetzt der vierte Anstieg in Folge. Der vierte Monatsanstieg in Folge, sodass wir jetzt hier den besten Wert seit 1,5 Jahren haben. Und das gibt den asiatischen Märkten natürlich so ein bisschen Konjunkturoptimismus. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich schon eine nachhaltige Wende? Vieles deutet darauf hin, dass das eher nicht so ist, sondern eher eine Stimmungsaufhellung, die jetzt eben durch diese Aufhellung der Stimmung auch in Sachen Handelskrieg vielleicht der Fall ist. Man erwartet ja einen Deal, auch die Chinesen erwarten einen Deal. Dementsprechend zeigen sich da vielleicht die Einkaufsmanager eben schlicht optimistischer aufgrund der Erwartung, weil man eben optimistischer dann in die Zukunft blickt. Apropos Handelskrieg, was haben wir hier an Nachrichten? Schauen wir erstmal das, was aus China kommt. Hier heißt es ja, also es würde nicht reichen zunächst mal, wenn am 15. Dezember die neuen Zölle nicht eintreten würden. Und das sind ja dann nochmal fast 200 Milliarden Dollar, sodass dann alles besteuert würde. Hier sagt man ja, sieht eigentlich ganz gut aus, auch wieder Global Times mit den Verhandlungen. Aber es wird wohl im Dezember nichts mehr werden, vielleicht bis Ende Januar. Man verschiebt also die Zeitebene immer weiter nach hinten, für die Märkte vielleicht gar nicht so schlecht. Dann können sie wie der Esel hinter der Möhre weiter herlaufen. Der Handelsdeal kommt, der Handelsdeal kommt, der Handelsdeal kommt. Das kann man dann 500-fach einpreisen, wie in der Vergangenheit schon gesehen. Und heute Nacht dann ein Bericht von Axios, diesem amerikanischen Polit-Insider-Magazin aus Washington, wo man sagt, naja, diese Hongkong-Geschichte, die hat schon zu einer gewissen Verstimmung geführt, sodass die Dinge sich verlangsamen werden. Hier sagt man eben, dass die Dinge schwieriger geworden sind und dass man eben dadurch länger brauchen wird, dass einige Kernpunkte noch nicht wirklich geklärt sind. Aber insgesamt, dass man erwartet, dass Trump eben dann die Zölle, die am 15. Dezember dann fällig würde, nicht angehoben werden. Und das wäre für den Markt schon mal eigentlich ausreichend, wenn zunächst mal klar wird, dass die Dezemberzölle nicht kommen, selbst wenn kein Deal ist. Das begründet sozusagen hier die Sicht der Märkte auf die Dinge, dass das Glas halb voll ist, statt halb leer, weil man sich sagt, naja, selbst wenn wir den Deal nicht haben, Hauptsache wir haben jetzt keine weitere Zolleskalation. Das ist die Voraussetzung. Jetzt schauen wir uns mal an, was zuletzt passiert ist an den Märkten. Wir hatten in der letzten Woche steigende Märkte und wir haben wieder eine steigende Bilanzsumme der Fed gesehen. Nicht untypisch, wenn wir uns den Verlauf der letzten Wochen mal anschauen. Dann sehen wir hier, wir hatten eine Woche, nämlich die vorletzte Woche, als die Bilanzsumme der Fed geschrumpft ist. Das sehen wir hier. Dann sehen wir auch hier, dass die Aktienmärkte leicht geschrumpft sind sozusagen. Letzte Woche Bilanzsumme der Fed wieder gestiegen, Aktienmärkte gestiegen. Apropos Fed, die Fed will offenkundig so einen Bericht jetzt in der Financial Times in Sachen Inflation einmal 2 bis 3 Augen zudrücken. Da sagt man sich, naja, selbst wenn die ein bisschen überschießt, dann wollen wir erstmal abwarten. Das wäre, wie die Financial Times sagt, der größte Policy Shift seit 2012, also der Politikwechsel, dass man in Sachen Inflation ein bisschen generöser wird. Insgesamt ja hat die Fed sich deutlich verändert unter Jerome Powell, will jetzt eher schon im Vorfeld eingreifen. Man senkt die Zinsen schon mal sozusagen als Vorsichtsmaßnahme, bevor man dann sozusagen die Zinsen senkt, erst dann, wenn die Wirtschaft
deutlich abgekühlt ist, also senkt man jetzt die Zinsen schon mal im Vorfeld, damit die Wirtschaft nicht abkühlt. Das ist sozusagen eine andere, eine viel aktivere Haltung der Fed-Politik. Man könnte es so lesen, wie Sven Henrik das gemacht hat kürzlich, dass er sagt, die Fed ist im Grunde vor Trump eingeknickt, macht all das, was er will. Und möglicherweise ist das nicht so verkehrt, wird die Zukunft zeigen, wie stark sozusagen Jerome Powell weiter den Bedürfnissen von Donald Trump entgegenkommt. Aber klar ist, ohne diese Wende wären die Aktienmärkte heute nicht da, wo sie stehen. Wir haben heute Daten noch, nach den China-Daten wichtig. Wir haben heute nochmal die zweite Veröffentlichung der Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der Eurozone. Aber da verändert sich normalerweise nicht viel. Aber wir haben Market PMI aus den USA, also Einkaufsmanager-Index, Market. Und wir haben den ISM-Index Gewerbe. Da wird man drauf gucken, denn etwa 2/3 der Gewinne im S&P bei S&P 500 Unternehmen sind Produktion, nicht die Dienstleistung. Hier sehen wir die letzten Monate beim ISM-Index und da sind wir eben deutlich unter die 50er-Marke gerauscht, 48,3. Und jetzt ist die Frage, so war der letzte Wert, jetzt leichte Erholung erwartet. Jetzt ist eben die Frage, kann sich auch die amerikanische Industrie erholen, wie wir derzeit jetzt dieses zarte Pflänzchen auch in China sehen. Das wird heute ein Hingucker, 16 Uhr und vielleicht noch interessant, dass wir hier diese Situation ja jetzt haben mit den beiden neuen SPD-Chefs, die sich ja überraschend gegen Scholz und seine Partnerin oder seine Mitkandidatin durchgesetzt haben. Da haben viele erstmal gesagt, oh, das könnte jetzt das Ende der großen Koalition in Deutschland bedeuten. Aber es hat vielleicht auch ein Positives, denn Bojans und seine Mitkandidatin, die noch nie wirklich ein verantwortungsvolles Amt bekommen hat und in jeder Hinsicht humorfrei ist, jedenfalls da ist die Wahrscheinlichkeit größer geworden, dass die Politik der schwarzen Null aufgegeben wird und das wäre für den DAX sogar teilweise positiv. Schauen wir uns die Dinge beim DAX an. Was wir hier sehen, ist der Deutsche Leitindex, die Charts, meine Damen und Herren, ja, die sind von Capital.com. Wir sind mit einem Aufwärtsgap schon reingekommen wegen den positiven China-Daten. Man lässt sich von der Aussicht, dass möglicherweise im Dezember kein Deal mehr kommt in Sachen Handelskrieg, nicht verunsichern. Wir sehen also hier dieses Aufwärtsgap. Das ist jetzt kein Tsunami, aber es ist eben ein bisschen weiter nach oben gegangen. Wir sehen beim S&P, da wären wir jetzt bei 3.153. Ähnliches Bild bei den drei Indizes aus den USA. Deswegen schauen wir uns mal den Euro-Dollar an. Da waren wir schon unter der 1,10er-Marke gewesen, können uns jetzt wieder darüber etablieren, aber wir sehen insgesamt bei 1,1018 aktuell einen Seitwärtsmarkt. Wir sehen, dass Gold versucht hatte zu steigen, da wieder ein bisschen zurückgekommen ist, knapp 1460 und das amerikanische Crude Oil nach den Differenzen zwischen den Russen und den Saudis zunächst nach unten, aber Saudi Arabien hat jetzt gesagt, ja, wir werden uns dafür einsetzen, dass doch im Dezember eine Produktionskürzung beschlossen wird innerhalb der OPEC. Mal sehen, das hilft dem Ölpreis jedenfalls ein bisschen. Die Märkte also jetzt mal wieder in Sonnenscheinstimmung, Glas ist halb leer, weil wir kriegen zwar so schnell keinen Handelsdeal, macht aber nichts, solange die Zölle nicht angehoben werden. Wir werden sehen, ob diese Erwartung auch so eintritt und auf der anderen Seite eben jetzt dieser Konjunkturoptimismus in Sachen China, der allerdings nach meiner Auffassung nicht lange halten wird. Wir sehen sozusagen eine Erholungsbewegung innerhalb eines nach wie vor intakten Abwärtstrends. Aber die Zukunft wird es zeigen. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen Handelstag, meine Damen und Herren. Sag Servus und Ciao.